Überraschung. So. Aber wo sind die ganzen Damen hier? Ich sein hier. Nur Kerle hier in dem Club oder was? Das ist dann aber kein guter Club. So, speichern gleich mal. Was? DLS? Co? Was? Alter, lass mich doch mal in Ruhe lesen. Ach, ich will immer gedrückt halten und dann um die Ecke laufen. Oh. Falsches Spiel, Junge. Matrix ist woanders. Gibt das in der Theke? Wir brauchen neue Painkiller. Auf jeden Fall. Ganz wichtig. Ich würde jetzt eigentlich mal gerne ganz kurz auf dem Desktop. Muss mal so festhalten. Okay, noch eine Bar, okay. Hier was? Nein. Oh, ein kühles Bier. So, lecker, lecker. Achso, da geht's lang. Das erinnert mich so ein bisschen an den Club von Triple X am Anfang. Das ist Triple X 2, glaube ich. So, ein paar Painkiller, sehr gut. Barretta-Muni kann man auch gebrauchen. Auf dem Tisch lagen mehrere Bücher über das Okkulte. Fernsehen kommt nicht. Der Raum war vollgepackt mit leichter Lektüre wie Necronomicon, Zauberkraft und das verlorene Paradies. Alte Titel wie Malleus Maleficarum und De Umbrarum Regni Novem Portus. Bücher mit Pentagrammen auf ihren Einbänden, alle über den Teufel und das Okkulte, lagen zwischen Stapeln von Horrorvideos und ein paar Ouija-Brettern. Die einzige Sache, die ich ernst nehmen konnte, war Lupino, der an diesen Blödsinn glaubte. Er hatte sich ausführlich mit dem netten Herrn ein Stockwerk tiefer bekannt gemacht. Okay. Ja, geht klar, ne? Oh, Joghurt. Wird's kratzen? So. Und da läuft der gute Wein oder Whisky aus, ja. Was eine Verschwendung. Keine Diegel-Muni. Aber für die Ingram haben wir. Oh, scheiße. Brauchen echten Medis. Ein paar Painkiller. Oh ja. Gleich 3 Stück. Das ist sehr nice, sehr nice. So, wo geht's weiter? Das zu. Ist ja alles zu hier, oder? Hä? Hey, da sollten wir gar nicht rüber. Ja, war bloß ein Bonus rüber zu gehen. Pyro Control, okay. Ja, wenn wir da nicht drauf drücken, ey. Was eine Show. Was für eine Mega Show hier.
Ja, mit Sitzplätzen, aber wenn man hier sitzt, ja. Ich meine, hallo, was gibt's denn da zu sehen? Ah, da will ich mal Geld zurückverlangen. Selbst hier sind wir nicht viel, ja. Ja, Pyrotechnik. Oh, wo geht's weiter? Oh, das sieht sehr nice aus hier, das Graffiti. Hier sind wir hergekommen, oder? Ja. Dann noch eine Tür nebenan, da kann man nicht lang. Ach, was halten die denn aus, ey? Meine Flesse. Jawohl. Yeah, Party. Ups. Fliegt Geld durch die Gegend. Wegen Besuch. Du darfst sterben, Kollege. Ja, die müssen wir natürlich vernichten. So. Oh, noch viel mehr hier. Wir können das nicht übrig lassen. Wir müssen es zerstören. Koste es, was es wolle. Ja, Blutgeld kann liegen bleiben. Painkiller, können wir uns da ein paar gönnen, ja? Mal speichern. Wir haben wieder ein bisschen Deal-Money, sehr schön. So, was hast denn du dabei? Beretta-Money? Rotflinte? Ja, hast du jetzt davon? Hast du davon? Sie, er könnte doch mal fragen, was ich will, weißt du? Dann würde ich vielleicht einfach antworten. Aber nein. Müsst ihr einfach losschießen. Oder ist hier unten rum oder was? Hier oben. speichern. Ich glaube, wenn wir hier runtergehen. Es ist aber der Anfang. Von daher ist es egal. So. Wo sind denn die netten Herren hier? Nicht runterfallen, wenn es geht. Ach, warte mal. Auf dem Leben verloren. Ja. Ja, das war übelst spitze. Was er gewollt, wenn jemand fragt. Genau wie das war auch gewollt. Ach, komm schon. Ah, dann halt, nee. Scheiße. Da komm schon. Nee, komm. Komm, geh aus. Danke.
Oh, wäre eh die falsche Ecke gewesen. Das wäre sowieso die falsche Ecke. Ja, die Muni geht uns auch schon wieder aus hier. Du bist ein bisschen spät zur Party, Kollege. Irgendwo eine Taube. Was ist das denn für ein Level hier? Ehrlich. Ich frage mich, wer sich sowas ausdenkt. Ah, trifft der noch mal, ey. Mann. Oh, uns geht ja echt die Muni aus. Schrotflinte, da haben wir noch ein bisschen. Macht sich natürlich auf Distanz nicht so dolle. Hallo? Und tschüss, Kollege. Ja. Da chillt da unten weiter. Ui. Er lernt aber auch nicht, ne? Er ignoriert einfach, dass eure Kollegen an euch vorbeigeflogen kommen. Oh, vier Stück. Vier Stück, das ist richtig nice. Wenn wir auf jeden Fall brauchen. Jetzt sind wir auf der Rückseite von der Bühne mit dem übelst krassen Pyro-Effekten. Was? Shoes of the Slain. Also gibt's hier schönes Schmerzmittel, Muni für die Schrot. Sehr geil. Wirklich? Wie geil. Ja, so geht's auch, ne? So, was ist das? Ach, bloß ein Einschussloch? Mehr Painkiller. Das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht so sehr, dass wir so viele davon finden. Oh, das Headset hier. Oh, drückt langsam auf den Kopf. Meine Güte. So. Schade. Wie geht's weiter? Ich guck mal oben. Oben war doch, glaube ich, nichts, oder? Da war es hinter der Wand. Ja, mein Tod. Ach, so nimm mal runter. Hier unten war, glaube ich, kein Gegner mehr. Waren ja alle hochgekommen. Jetzt chillen die hier. Bim. Oder nicht? Hier, wieder Pyro-Control. Oh, yeah. Ah, Stage-Control, yep.
Kollege, was hängst du hier so rum? Ah, ich bin ja so mega hochgeklettert. Weil ich kann einfach hochlaufen. Wo denn? Ach, guck mal hin, du triffst natürlich jeden Schuss, Kollege. Einfach warten, bis er tot ist. So. Unten noch was? Sieht nicht so aus. Was? Backdrop Control. Das hoch. Das hier rüber. So, jetzt müssen wir eigentlich durchlaufen können. Glaube ich, zumindest. Wenn wir gleich erfahren. Ja, sieht gut aus. Ja. Chillst du hier oder was? Painkiller nehmen hier. Dann ist auch so ein Ding, ne? Er sammelt jedes Mal eine ganze Dose Schmerzmittel ein. Er frisst die ganze Dose auf einmal oder was? Boah. Ja, also schon ein kleines Problem, unser Kollege hier. Kapitel 9. Ein Reich des Bösen. Hinter der Bühne kam man zu Lupinus Allerheiligstem. Die heiße Luft im Innern war wie eine unsichtbare Wand, geschwängert mit Weihrauch und etwas anderem, einem süßlichen Geruch, der einem den Atem raubte. Das war das Herz dieser verdorbenen Stadt. Lupino lauerte irgendwo da vorn, eine Spinne im Zentrum ihres Netzes. Die Dämpfe in der Luft benebelten meinen Kopf. Zerrissene Teile eines Briefes lagen verstreut auf dem Sofa. Was ist mit den Kollegen hier? Ja? Auch im Sofa. Punchinello hatte Lupino schriftlich gedroht. Die Nachricht war in Stücke gerissen und mit blutigen Fingerabdrücken bedeckt. Ich will nicht glauben, dass einer meiner Jungs mit verdeckten Karten spielt. Reiß dich zusammen, Jack. Wir führen hier ein Geschäft. Ich würde nur ungern das Trio rüberschicken, um dich zurechtzuweisen. Das Trio waren die berüchtigten Henker des Don. Offensichtlich war Lupino nicht beeindruckt von der Drohung gewesen. Okay, haben Sie die Henker? So viel Munition und Painkiller. Stehen bleiben. Ey. What? Dämpfe in der Luft benebelten meinen Kopf. Wie viele denn? Einzelne Teile eines Briefes lagen verstreut auf dem Sofa. Der Tisch war mit Lupinos Notizen bedeckt. Ja, hab ich gerade gelesen. Ja, was willst du denn noch?
Ja, ja. Lupino war durchgeknallt. Der Tisch war bedeckt mit Notizen über geheimnisvollen Irrsinn, geschrieben mit Blut. Eine verworrene Liste von heraufbeschworenen Dämonen, Teufeln und dunklen Göttern. Sein Ziel war der alte Pakt des Faustus, die Seele, für Macht und Reichtum. Bitte unterzeichnen Sie hier mit Ihrem Blut. Okay, da hat sich komplett dem Notizbuch lag auf dem Podest. Hä? Achso, man muss das der Reihe nach machen. Jack, gut, dass wir gestorben sind. Wahnsinnig. Mythische Räume! Freigelassen, die Sonne und den Mond zu verschlingen! Lupino ist der Räume! Ich bin das Biest, der große böse Fenriswald! Ich bin der Mann vom Ende der Welt! Mit dem Fleisch der gefallenen Ende! Im neuen Millennium war das Ende der Welt zu einem Klischee geworden. Ich hatte gut reden, ein gesetzloser Rächer allein im Kampf gegen ein Reich des Bösen, ausgezogen, eine große Ungerechtigkeit zu rächen. Alles war subjektiv, es gab nur persönliche Apokalypsen. Nichts ist ein Klischee, wenn es dir gerade widerfährt. Wird die Nase geputzt? Das heißt also, die drei, die hier liegen, sind die Rächer der Mafia, die geschickt wurden. Sind scheinbar nicht so weit gekommen. Ja, speichern wir. Das Fleisch der gefallenen Engel! Kommt alle zu mir! Astara Beelzebub! Asmodeus Bakul! Lutiva Loki Satan! Schlulu Lili Dela! Blut euch zu lehren! Oh, wird aber spät ausgelöst. Die Animation. Ne, da ist noch ein Tor. Ich dachte, das wäre das erste. So, Munition schnappen. Wo? Ach, wo kommst du denn her? Was ist, wenn sowas plötzlich zum Arena-Shooter werden will? Meine Güte! Oh, wird teilweise ganz schön knappes Ding gerade. Oh, wir haben einen Haufen neuer Muni für die, sehr schön. Und ein paar Painkiller, können wir speichern. Jo, der kleine Max muss immer waschen. So, haben wir hier noch was übersehen? Nein. Am Tisch. Das Schrotflinte. Hier. Das Schrotflinte. Diegel haben wir auch keine Muni mehr. Ach, komm schon. Ich wusste, dass ein Haken an der Sache sein musste, und dieser Haken war so groß wie das Empire State Building. Lupino war high und bereit, 15 Runden gegen einen Alligator-Mutanten anzutreten. Und dann begann er dieses unheimliche Geschwätz wie aus einem Albtraum. Meinem Albtraum. Ich habe vom Fleisch der gefallenen Engel gekostet. Oh Gott. Das grüne Blut des Teufels. Es portet meine Adern. Ich habe in die Welt der Haut geschaut. Eine Architektur von Blut und Knochenmark. Der Tod ist nah. Komm
Seine Zeit ist gekommen! Alle, die ihm im Weg stehen, sterben! Stirb! Du wirst sterben! Du wirst jetzt sterben! Alle sterben! Alter! Was? Ich muss das nochmal angucken. Ne, die hier oben fehlen noch. Ja, aber sie verlieren so viele Leben an dem. Ja. Ja, komm schon. Ach man, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin ja mit vollem Leben. Das ein Haken hat. Du wirst sterben! So. Du wirst jetzt sterben! Alle Und zack! Boah! Boah, sehr schön, sehr schön, sehr schön!